Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse. Pass nun auf. Ein Wort. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, es ist jetzt fast ein Monat her, dass ich das letzte Mal an dieser Stelle gesessen habe und dieses Video auf ein Wort aufgenommen habe. Wir haben es Ihnen ja angekündigt. Jeweils am Ende eines Monats oder zu Beginn eines neuen Monats machen wir es so, dass wir einmal Rückschau halten auf den vergangenen Monat, dann in einem zweiten Teil sagen, was gerade im Moment anliegt und darauf verweisen, was im kommenden Monat passieren wird. Nun ist der erste Monat, in dem wir online gewesen sind, mit all unseren Kanälen vorbei. Und ich muss ehrlich sagen, wir hier vom Dialogzentrum sind ziemlich stolz darauf, was in diesem Monat alles passiert ist. Ein wichtiger Punkt, ein technischer Punkt, den ich kurz noch nennen wollte. Einige haben versucht zu kommentieren auf unserem Blog. Das hat nicht geklappt. Wir haben nur den Fehler erkannt und nun geht es. Also jeder Beitrag ist jetzt nicht nur auf Facebook oder auf Twitter kommentierbar, sondern auch auf unserem Blog. Oh, die Kaffeemaschine. So. Des Weiteren sind andere auf uns zugekommen und sind Forschungsprojekte angetragen worden. Also es ist eine Menge passiert im vergangenen Monat und auch in den Monaten vorher. Und sobald da Dinge spruchreif sind, werden wir sie natürlich auf dem Laufenden halten. Auf eins möchte ich noch hinweisen. Im vergangenen Monat haben wir ein Posting gemacht zu einem Format namens Ihr Platz. Also das soll Ihr Platz sein. Das heißt, wo Sie ein Video, ein Text, den Sie schreiben oder was auch immer unterbringen können oder eine Audiodatei, da möchten wir Sie weiterhin ermutigen, sich bei uns zu melden und Ihre Themen, Ihre Best-Practice-Modelle, Ihre Forschung, wenn Sie ein Institut sind, an uns heranzutragen. Und wir helfen Ihnen dabei, diesen Beitrag zu produzieren. Was machen wir gerade? Wir arbeiten weiterhin auch an neuen Serien. Das heißt, das, was wir an Serien bisher gezeigt haben und angefangen haben, ist noch nicht alles. Wir haben noch viele Dinge im Petto. Wir werden weiter an diesen Serien arbeiten. Wir werden weiterhin an unserem Konzept des Dialogzentrums arbeiten. Jetzt haben wir vor allem das Hauptaugenmerk auf den digitalen Teil unserer Arbeit gesetzt. Wir werden aber auch in Zukunft, das dauert noch ein bisschen, hier auch weiterhin natürlich analoge Transfermodelle anbieten, analoge Transferformate, indem wir Workshops, indem wir Tagungen machen und so weiter. Auch dazu sage ich zum Schluss noch mal etwas. Wenn Sie weiterhin Ideen haben, Rückmeldungen haben zu dem, was wir hier machen oder zu Themen im Bereich der gerontopsychiatrischen Versorgung, von denen Sie wünschen, dass wir uns dann ein Stück weit mehr darum kümmern, dann bitten wir Sie natürlich, sich bei uns zu melden und mit uns in Kontakt zu treten. Was kommt im nächsten Monat? Im nächsten Monat wird der erste Forschungsnewsletter, das heißt, es wird der erste Newsletter herauskommen, überhaupt vom Dialogzentrum. Und wir hatten es ja so angekündigt, wir werden 6 bis 8 Newsletter im Jahr herausgeben und von diesen werden 4 Newsletter, also jedes Quartal, ein Forschungsnewsletter mit neuesten Forschungen im Bereich der gerontopsychiatrischen Versorgung sein, wo wir jeweils die Forschung, 10 bis 15 Forschungen, wo wir diese jeweils herunterbrechen auf das Wesentliche. Das wird es im nächsten Monat geben. Es wird einen neuen Lichtblick geben, eine neue Studie zum Thema Bewegung. Es wird das DNKP, das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, wird wie jeden ersten Donnerstag im Monat am kommenden Donnerstag ein neues Posting machen. Und wie Sie vielleicht gesehen haben, haben wir Ende des vergangenen Monats, also vor ein paar Tagen, unsere erste Podcast-Folge online gestellt. Auch der Podcast des Dialogzentrums wird natürlich weitergeführt. Einmal im Monat wird es einen Podcast-Beitrag geben, den Sie auch abonnieren können, diesen Podcast, wenn Sie auf unsere Seiten www.dzla.de gehen. Dort können Sie unseren Podcast abonnieren und buchen. Ich schaue gerade, ob noch etwas Besonderes angesagt ist. Genau, wir werden die erste Folge unseres Geronto-Glossars machen. Das heißt, es geht um den Begriff des Diogenes-Syndroms. Was ist das eigentlich? Darüber werden wir ein Video machen und werden Sie darüber aufklären. Ganz wichtig, die erste große analoge Veranstaltung ist, das Dialogzentrum Leben im Alter wird jedes Jahr einmal eine Tagung machen. Und wir haben jetzt den Termin für die Tagung festgelegt. Am 26. Mai des nächsten Jahres, also im Jahr 2020, 26. Mai, ist hier in der Hochschule Osnabrück die erste Tagung des Dialogzentrums. Ich stehe mal noch mal einmal auf. Und diese erste Tagung wird sich dem Thema Team widmen. Das heißt, wir werden die gesamte Tagung rund um das gerontopsychiatrische Team, ja, also was für Schwierigkeiten
gibt es in der Teambildung, was brauchen Teams, welche Wirkung haben Teams, sowohl im Positiven wie im Negativen. All das kann und wird Thema dieser Tagung sein, zu der Sie herzlich eingeladen sind und wir Sie natürlich, sobald wir weiter sind in der Konzeption, dazu informieren werden. Ich schaue noch mal einmal auf meinen schlauen Zettel, ob es etwas noch zu sagen gibt. Ja, es gibt noch etwas ganz Wichtiges zu sagen. Alle Tätigkeiten des Dialogzentrums, ja, die wir online machen, ob es der Forschungsnewsletter ist, ob es das Weiterherunterbrechen von Studien sind, unser Haustheater und all diese Dinge sind für Sie kostenfrei. Derzeit wird das Dialogzentrum finanziert, also wir drei Kollegen werden komplett finanziert durch das DNKP, durch das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn Sie das wollen oder wenn eine Institution das will oder Personen das wollen, uns in unserer Arbeit zu unterstützen und damit dafür zu sorgen, dass wir weiterhin anbieterneutral, vollkommen unabhängig unsere Tätigkeit hier durchführen können. Es wird demnächst aber auch auf dem Blog des Dialogzentrums wird es eine eigene Rubrik zum Thema Spenden und Förderung geben, wo Sie die wichtigsten Informationen zusammengestellt finden. Also, wenn Sie Interesse haben und die Möglichkeit haben, uns zu fördern, würde uns das natürlich sehr freuen. Das war es in Kürze, das, was ich Ihnen sagen wollte, was wir Ihnen sagen wollten, hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Kommentieren Sie unsere Beiträge, gehen Sie kritisch mit unseren Beiträgen um, schildern Sie uns Ihre Ideen, kommen Sie zu uns und freuen Sie sich darauf, dass es hier auf jeden Fall erstmal so weitergeht. Und wir freuen uns auch darauf, denn wir haben noch viele, viele Ideen. Dankeschön und bis bald, bis in einem Monat. Pass auf, ein Wort.